Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu The Talos Principle. Die Prototyp-Level, jawohl, ja. Wir sind immer noch hier am Start und am Dizzle. Wir machen immer noch hier ein bisschen Quatsch. Und wir schauen jetzt erst einmal, haben wir dahinter was versteckt noch? Irgendwas? Irgendwas versteckt? Nichts versteckt, alles klar. Wir haben uns eingesperrt. Das haben die Entwickler nicht bedacht. Aber naja, wir nehmen jetzt mal den hier, dann schauen wir mal kurz hier rüber. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Wir können jetzt hier rüber katapultieren uns lassen. Ist da eine Leiter dahinter? Da ist eine Leiter dahinter, das heißt, wir können da auch mal schauen. Haben wir noch einen Konnektor? Alles klar. Können wir schon mal rausholen. Den holen wir uns dann doch schon mal nach vorne. Wir haben hier noch einen Würfel. Da steht ein Konnektor. Was steht hier hinter? Irgendwas? Nichts. Da geht es nur weiter. Ach, da ist der Ausgang wahrscheinlich. Da ist dann der Ausgang. Alles klar. Und hier? Keine Ahnung. Da nochmal blau Laser. Haben wir da noch einen Konnektor? Alles klar. Pass auf. Machen wir das Ganze jetzt mal so und so und so und. Zack. Dann stellen den da drauf. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Hi. Schnappen uns den hier. Und machen mit dem was? Gute Frage, nichts Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir kriegen von hier aus nichts erreicht mit dem. Ich kann den da oben antreiben. Bringt mir das was? Wenn ich, sagen wir mal, zack und zack mache. Kriege ich den irgendwie von ganz hinten erwischt? So von da? In der Tat, das gelingt mir. Das heißt für uns. Wir brauchen den hier. Moment. Kann ich den noch mitnehmen? Den kann ich auch noch mitnehmen. Alles klar, den nehmen wir noch mal ganz kurz mit, weil den brauche ich jetzt einmal ganz schnell hier, so quasi als Flop. Alles klar. Machen den erstmal aus. Machen den so. So. Und so. Verknüpft ihn jetzt einfach mal noch mit allen möglichen Ecken und Enden, die ich von hier auch so erwischt kriege, irgendwie. In der Hoffnung, dass mir das irgendwas bringt, dass ich damit irgendwie weiterkomme. Man weiß es ja nicht. Gut, dann haben wir da noch einen blauen Laser. Alles klar, den kriegen wir dann auch noch. So. Weil ich meine, diesen Level hatten wir ja auch schon mal gehabt. Da habe ich auch schon mal eine ganze Weile dran gestanden und geknobelt. Machen wir sie noch auf. Jetzt können wir den wegnehmen. Und den quasi dorthin stellen. Gut, der funktioniert also so nicht. Den kriegen wir nicht. Den erwischen wir nicht. Den habe ich auch nicht erwischt. Den haben wir uns geöffnet hier. Da geht der Strahl dann an die Wand und da geht der Strahl an die Wand. Okay. Das heißt. Wenn ich es schaffe, hier noch einen Connector hier reinzukriegen, dann haben wir das Rätsel schon gelöst. Und dafür muss ich den da irgendwie rauskriegen.
Okay. Hier hat es funktioniert, da nicht. Jetzt hat es funktioniert. Ja, haben wir ein bisschen durchgeglitscht hier. Aber ich meine, der Aufbau, der steht ja sowieso schon so weit. Jetzt und von daher ist es alles halb so wild. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. Und damit können wir dann auch quasi direkt den noch mit aufmachen. Komm. Ein bisschen weiter nach hinten. Na komm, geh auf. Ich muss warten, bis er ganz oben ist. So, jetzt geht er jetzt gleich auf hier. Nein, jetzt noch nicht gleich. Na komm. Der ist auf. Jetzt geht der auf. Und ich komme durch. Perfekt. So, schauen wir sie die ganzen Dinger hier allesamt. Halt, nein, wir brauchen noch einen. Und zwar, was nehmen wir uns noch mit? Was kriege ich am besten? Hier, den kriege ich doch mal, oder? Und nehmen wir den Würfel? Oh, wir nehmen uns den Würfel mit hier. Weil den brauchen wir jetzt zwar eigentlich gar nicht. Den brauchen wir nicht gleich hier vorne für. So, zack. Mit. Machen wir es den noch auf und durch. Ganz kackendreist. So, zack, zack. Ach, jetzt haben wir hier diese Aufnahmestation. Ausgezeichnet. Oder dann dementsprechend auch einfach nicht. Man weiß es nicht. Wir schauen erst einmal. Ich muss mir das alles so aufbauen, dass ich dann letztendlich wie denn das habe. Ich muss quasi aufzeichnen, wie ich mir den Würfel da drauf lege. Ich muss den Connector mit nach hier vorne nehmen, weil den brauche ich gleich drin. Also ich muss quasi aufzeichnen, wie ich den Würfel da drauf lege. Und den verknüpfe und den dann so da drauf stelle. Also ich dieses Bild aufgezeichnet habe. Muss ich das eigentlich so aufzeichnen? Ich kann das eigentlich auch so schon mal hinstellen und so aufzeichnen. Ich könnte es mal ausprobieren. Ich nehme es einfach mal auf eine Zeit lang. Und mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich jetzt dann gleich quasi den runternehme. Und da drauf stelle und das hier quasi dann miteinander verknüpfe, ob dann das die Kopie fliegen geht oder nicht. Das werden wir dann rausfinden. Wenn dem so ist, dann können wir ganz einfach den Würfel dann da draufstellen. Oder halt den entsprechenden Ventilator einfach nehmen und da draufstellen. So. Das will ich doch jetzt mal ganz kurz austesten. Gehst du fliegen? Geht natürlich nicht fliegen. Natürlich nicht. War ja auch nicht anders zu erwarten.
stoppen wir das Ganze mal. Okay. Aber so muss ich das letztendlich, denke ich mal, aufbauen. Dass ich den da oben, die quasi die Kopie fliegen habe. Und ich ja mit dem Connector hier drinnen bin und mir quasi von da oben dann den blauen Laser hier rüberholen kann. So muss ich das aufbauen, weil mehr Materialien haben wir hier nicht. Das heißt, das funktioniert ja auch nicht. Nee, den krieg ich sowieso nicht von hier aus. Den kriege ich von hier aus sowieso nicht. Ähnliches Rätsel haben wir auch schon mal, aber da halt mit noch mit ein paar mehr Toren. Ich meine, rein theoretisch. Ist es uns möglich, uns mal wieder hier über die Mauern zu glitschen? Aber. Das möchten wir ja nicht. Deswegen gehe ich wieder ganz schnell hier runter. Wir können jetzt rein theoretisch wieder hier über die Mauer klettern. Wow. Na gut, jetzt sind wir runtergefallen. Hey. Springen wir ans Nichts. Wir sind die ganzen Rätsel nebeneinander aufgebaut. Warte, wir sind immer noch in der Aufnahmephase? What the fuck? Was passiert? Das will ich mir jetzt mal angucken. Das will ich mir jetzt mal anschauen. Könnte ich jetzt rein theoretisch den da reinstellen? Ja. Das könnte ich. Das ist ihm runtergefallen? Fallen. Und jetzt müssen wir gleich da wieder auftauchen. Da sind wir wieder. Okay, also das funktioniert. In der Reihenfolge funktioniert das. Funktioniert das. Also ich kann quasi mir mit der Kopie kann ich mir den antreiben, dass ich da was hinstellen kann. Aber allerdings frage ich mich jetzt halt allerdings immer noch nur noch wieso, wenn ich sagen wir quasi den hier mache. Hmm.
brauche den selbst angetrieben. Pass auf, ich hab die Idee. Genau, klar, natürlich. So. Dann quasi hier ein bisschen auflassen. Dass sie dann den hier wegnehmen. Da drauf, dahin. Frames, bitte bleib da. Danke, so. Und dann den anpowern. Nee. Auch Frames. Ich muss gleich nochmal das Spiel neu starten. Moment. Ich brauche die Kopie auf jeden Fall hier vorne drauf, letztendlich. Ich brauche letztendlich die Kopie hier vorne drauf. Mal gerade, wenn ich die Frames wieder droppen, wenn ich den hier starte. Na, es geht. Jetzt hält sich in Grenzen, alles klar. So. Also das Ende vom Lied muss also sein, dass die Kopie, Würfel und das da schwebt. Und Connector schwebt, dass ich meinen Original-Connector mit rausnehmen kann. Die Frage ist jetzt allerdings nur noch, wie kriege ich das hin? Das war klar, dass der jetzt so hoch geht. Na klar, ich muss mit den Aufbau, muss ich so haben am Anfang. Muss ich aufnehmen. Wie ich quasi den nehme, den verknüpfe, da drauf stelle. Den aufmache. Den eine Zeit lang offen lasse. Ich warte jetzt einfach mal so noch bis 2022, so ungefähr. Und dann flitzen wir jetzt gleich darüber. Lalalala. Lassen uns hier durch. Lalalala. Meine Frames, die droppen gerade wieder ins Unermessliche. Und dann stoppen wir das Ganze. Ich hoffe mal, das funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich kriege zwar den Würfel da hoch, ja.
Das ist echt blöd. Und von... Oder ist es einfach nur Tarnung da hinten, das Gerät? Ich will mal was anderes. Ich will mal was anderes ausprobieren. Ich möchte mal etwas anderes probieren. Ich komme jetzt erstmal den Konnektor wieder hier raus. Und wenn ich das richtig sehe. Oh, das funktioniert. Ich probiere jetzt was anderes. Ich probiere jetzt eine einfachere Lösung. Ich habe sonst gerade keine Ahnung, wie ich das da sonst hinkriegen soll. Dann brauchen wir einmal den. Der kann weg, den brauchen wir nicht. Beziehungsweise, na, wir brauchen den einmal hier und einmal da. Dann zeichnen wir auf, wie wir unseren Konnektor nehmen, ihn damit verknüpfen. Und mit diesem Konnektor hier hinlaufen. Geht er durch? Er geht durch. Er bleibt nicht hängen, wenn ich das richtig sehe. So. Dann nehmen wir uns diesen Ventilator. Legen den da drauf. Schauen uns mal hier drauf, einfach mal um zu sehen, ob er wirklich angeht. Er geht an. Sehr schön. Und geben uns noch, ja, keine Ahnung. Man kann auch eigentlich den hier da drauflegen. So. Zack. Und hier brauchen wir gar nicht da drauflegen, wenn wir da noch den Ventilator dann liegen. Gib uns jetzt noch 10 Sekündchen. Komm schon, Frames. Ich hasse es. Warum auch immer, dass jetzt hier gerade in diesem Moment so die Frame Drops da sind. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Und stoppen die Aufnahme. Das heißt, wir nehmen uns den. Laufen hier durch. Laufen hier durch. Verknüpfen den. Mit dem. Das war genau so. Und schon funktioniert das. Ihr habt gedacht, ihr könnt mich verarschen? Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Schwupps. Und wir sind durch. Die Aufnahme läuft weiter? What the fuck? Jetzt hat's aufgehört, alles klar. Jetzt haben wir hier wieder das gleiche Spielchen wieder. Nur dieses Mal ohne den Ventilator. Mal kurz auf, haben wir noch was hier hinterstehen? Nein. Haben wir hier noch was hinterstehen? Nein. Und hier brauchen wir halt dieses ein Objekt mehr. Brauchen wir hier ein Objekt mehr. Aber das ist halb so wild. Der Aufbau wird der gleiche sein. Nur, dass wir letztendlich unsere Kopie am Ende da hinten drauf stellen. Stopp. Den lassen wir da drauf liegen. Wir nehmen auf, wie wir quasi den verknüpfen und hier hinstellen. Ja, den kriegen wir so gerade noch. Den Würfel nehmen. Da drauf stellen. Halt. Nein, andersrum. Ich muss es genau andersrum anfangen. Muss ich da... Nein, ey. Verdammt. Den verknüpfen. Connector einfach mal hier hinstellen. Geht er da dran vorbei oder bleibt er hängen? Er geht dran vorbei, alles klar, so. Dann muss ich aufnehmen. Wie ich
den Würfel nehme, hier rüberstelle. Verdammt, wieder falsch. Okay, pass auf. So, der steht. Nehmen wir den weg. So, zack. Muss ich aufnehmen. Wie ich den Würfel nehme. Hier rüberbringe. Und mich dann quasi letztendlich hier hinten draufstelle. Und jetzt geben wir so ein paar Sekündchen Zeit. Lalala. Lausche auch ein wenig der netten Musik im Hintergrund. Bewundern diese wunderschönen gebauten, modellierten Bäume. Geben wir es noch 10 Sekunden, so bis 40 ungefähr. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel, aber was soll's. Und laufen dann dementsprechend jetzt zurück. Lalala. Jetzt gerade, wo die Frames wieder einen Abgang machen. Nimm den Würfel, leg ihn hier drauf. Vielen Dank. Komme er hier rüber. Öffne er uns das Tor. Vielen Dank. Zack. Und damit haben wir das. Impressive. Yep. In der Tat, impressive. Okay, jetzt haben wir das gleiche Spielchen wieder. Ich brauche den blauen Laser hier drin. Die Frage ist allerdings nur, wie bekomme ich den blauen Laser hier rein? Ich habe noch hier einen Konnektor stehen, oder? Mal gucken, wie weit kann ich den hier von hier hinten ziehen? Geht er noch hier ran? Nee, warte, der bleibt schon vorher hängen. Kriege ich rot von hier aus? Nein. Ich bekomme rot von hier aus. Ja, aber das bringt mir rein gar nichts. Und da kommt der blaue Laser raus. Den andersrum. Lass ich den schon mal hier stehen. Nehme mir den. Und stelle mir den dahin. Aber das funktioniert nicht, weil ich da nicht reinkomme. Verdammt. Wieso funktioniert das? Wieso kann ich mit dem Konnektor nicht den Laser daran unterbrechen? Wieso? Weil meine Idee war eigentlich, ja, dass ich dann quasi aufnehme. Moment.
kann ihn ja trotzdem von hier hinten ausziehen. So, von hier aus. Dann nehme ich jetzt auf, wie ich mit dem dahin gehe. Mir mit dem den verknüpfe. Und das Tor ist zu, weil wegen ist geschlossen. Das funktioniert nicht. Doch, warte. Klar, das funktioniert. Genau so funktioniert das. Genau so funktioniert das. Genau so funktioniert das. Ich muss mir die halt nur quasi dann dementsprechend so aufbauen. Alles klar. Ja, es funktioniert. Aufnehmen. Wie ich. Den. Dahin stelle. Gehe ich mir mit dem quasi hier hinstelle. Müssen wir sie 5 Minuten ablaufen lassen? Oder darf ich mir jetzt einfach mal wieder einen wegnehmen, um mir das rote Portal zu öffnen? Ich warte nochmal ganz kurz ein paar Sekunden. Oh Gott, ey, ich hasse es. Warum ist die Framesy auf einmal in diesem Bereich? Vor allem, wenn ich in der Aufnahme bin, wegsacken. Keine Ahnung. Ich gebe mir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, die Krake ist nicht ausgelastet, Prozessor ist nicht ausgelastet, Arbeitsspeicher ist nicht ausgelastet, es ist gar nichts ausgelastet. Jede Menge Luft. Und trotzdem sacken mir die Frames weg und ich habe keine Ahnung, warum. Auf. Lass mich hier stoppen. Uah. Grausam. Komm, stell mir dann in die Ecke. Stell mir ins Eck. Jawohl. Es hat funktioniert. Yay. So, und bevor wir jetzt hier weitermachen, Freunde, setze ich nochmal einen kleinen Cut, werde das Spiel starten und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder, wenn es heißt, wir öffnen uns Portale. Mehr oder weniger. Funktioniert das? Okay, es funktioniert. Alles klar. Das funktioniert also schon mal. Damit haben wir schon mal einen Teil Erfolg erlangt. Wie das letztendlich hier weitergeht alles, wir werden sehen. Also Freunde, ich danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen. Hoffe, ich schaltet morgen ein, wenn ich wieder meine Frames ein wenig in den Griff gekriegt habe. Und ja, wie es dann letztendlich hier weitergeht. In 2, 3, 4. Schwupps. Das, wie gesagt, erfahren wir morgen in einer neuen Folge. Ich sage, gehabt euch wohl. Hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und schaltet morgen ein. Neue Folge Talos Principle, Prototype Levels. Ich bin der Blackbeard. Und mit diesem wunderschönen Bild eines Steins verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage, gehabt euch wohl. Bis dahin. Macht's gut. Euer Blackbeard.